Schalömchen, Freunde, ganz kurzes Update, bevor es mit dem eigentlichen View losgeht. Wir sind gerade schon eine Runde damit gefahren, eigentlich eine große Runde, wir haben einen kompletten Akku leer geballert. Firmware-Updaten haben wir mittlerweile gemacht, auch wenn wir im View was anderes erzählen. Richtig geiles Teil, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir haben jetzt auch nochmal einen 50 Euro Rabattcode bekommen, ganz kurz, wir kriegen dafür keine Provision. Ich wollte es nur sagen, nicht, dass das heißt, wir wollen nicht die Scheiße nur andrehen. Wir kriegen dafür keine Provision. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nee, das Ding ist richtig geil. 48 Volt, Heckantrieb, 10.000 mAh Akku. Und ja, wir sind damit quasi im leichten Modus gefahren, im Energiesparmodus. Und haben es jetzt ganz am Ende gecheckt, weil das Ding trotzdem so gedrückt hat. Im Sportmodus das Ding rasiert komplett. Also von uns gibt es auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für... Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer das ist, zwischen 600 und 700 Euro, irgendwie so um den Dreh. Ich glaube, 700 Euro kostet das Ding. Mit 50 Euro Rabattcode macht ihr da nichts falsch. Ist unten in der Videobeschreibung drin, wenn ihr das haben wollt. Ja, und dann geht es jetzt mit dem Video weiter. Oder los, hat noch nicht angefangen. Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Heute testen wir den KQi3 mal in der Praxis. Wir fahren ein bisschen damit rum. Und App-Update haben wir noch nicht gemacht. Deswegen kann es sein, dass der jetzt bei uns nur so 18, 19 fährt, laut GPS. Aber wir haben die Information, dass der mit dem Update auf jeden Fall die 22 oder 21 km schaffen soll. Das werden wir auf jeden Fall in den Kommentaren mal reinschreiben, was der dann wirklich schafft. Nur App-Update zu machen, hätten wir jetzt nicht mehr geschafft, weil es wird gleich dunkel, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Jedenfalls sieht man hier ziemlich gut den Unterschied zwischen dem 1S, und das ist ja jetzt kein handelsüblicher 1S mehr. Und dem... Er hat schon 10 Zoll Reifen drauf. Er hat schon 10 Zoll Reifen drauf. Und dem KQi3, das Ding macht auf jeden Fall einen 50 mal wertigeren Eindruck. Kannst du ungefähr sagen, der Tritt bei echt doppelt so groß. Ja, es macht schon richtig Laune, das Teil. Und wir haben uns gedacht, womit kann man am besten starten mit so einem Test? Natürlich ganz normal erstmal mit klassische geradeaus fahren. Das kann ja jeder, Freunde. Wir wollen aber nicht so einen Test machen, den jeder schon gemacht hat. Deswegen fahren wir jetzt straight mal in so einen kleinen Wald rein. Freunde, ich habe natürlich keine Chance hier mit meinem 1S. Deswegen muss ich mal kurz cheaten. So ein Heck reinbauen. Mal kurz den 500 Watt Motor ein bisschen was zu futtern geben. Denn jetzt geht der Ding gut ab. Aber der fährt smooth hier durch. Also ich habe jetzt hier noch nicht so die Probleme. Das ist wie gesagt sehr, sehr... hügelig hier. Also der fährt echt smooth hier durch, ohne Scheiß. Und hier geht's auch ordentlich nach oben. Darfst nur keine Vollbremsung machen, meine Bremsen funktionieren nicht richtig. Oh, da kommt der. Also ich wäre hochgekommen, tatsächlich, aber meine Reifen haben sich durchgedreht. Also von der Power her ging es, ich habe nur nicht so viel Grip gehabt. Also der ging nach oben. Aber ich habe auch die Hartgummireifen drauf. Der N... Ich vergesse mal den Namen. Soll ich mal den ultimativen Test machen? Der hat so schlauchlose oder zumindest Luftreifen. Ob die schlauchlos sind, nagelt mich nicht drauf fest. Soll ich mal den ultimativen Test machen? Hä? Ultimativer Test. Alter! Ja, da kommt der niemals hoch. Da fehlt ihm noch ein bisschen die Power. Aber das ist auch heftig. Da kommst du nicht hoch. Wir können auch mal eben tauschen. Einfach mal zum Vergleich. Zum Vergleich. Der Griff ist auf jeden Fall ein Stückchen breiter. Na, hier merkst du schon viel mehr Einschläge. Boah. Also ist auf jeden Fall deutlich entspannter mit dem Gerät hier. Mit dem KQi3 Pro. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, ne? Darf man nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, was der genau kostet. Ich glaube so 700 oder sowas. 699. Kann sein, wir da noch einen Rabattcode kriegen. Weiß man alles nicht. Block doch nicht. Das schafft er. Ja, ich hätte das geschafft, wenn du mich nicht ausgebremst hättest. Also aber man hat schon gemerkt, dass der deutlich mehr Power hat. Obwohl der gecheatet ist. Ja, der ist im Unlock-Modus mit ordentlich Leistung. Ich wollte sagen, wir fahren mal weiter. Also beschleunigungsmäßig merkt man hier den Hinterradantrieb deutlich, finde ich. Man hat den bei dem Xiaomi, als wir den umgebaut hatten, hat man den gar nicht so krass gemerkt. Aber ich finde, hier merkt man das ganz gut. Aber du hast hier auch ein deutlich sichereres Gefühl. Also ich fahre ja hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt, 18, 19, 20 so um den Dreh immer. Einfach mal um zu
demonstrieren, dass man hier gar keine Schwierigkeiten hat. Hier merkst du jeden Schlag auch. Schlagloch. Ich kann hier fast ungebremst durchdüsen mit meinem Gerät. Und die Bremsen, also vorne und hinten Scheibenbremsen. Oh, die Bremse geht nicht. Ich hab doch gesagt, die Bremse geht nicht. Vorne und hinten Scheibenbremsen. Da merkst du auf jeden Fall ganz klar den Unterschied. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir mal hier lang. Also, der Nio macht auf jeden Fall mehr Bock, finde ich. Weil der ist ein bisschen wertiger als der Xiaomi, ja. Definitiv. Also, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber wir werden ja wieder Scooter-Touren machen. Und das hier wird einer von unseren beiden Hauptscootern sein. Sonst war es ja mal so, Emanuel hat sich ein 1S gekauft, ich habe mir ein 1S gekauft, den haben wir jetzt beide gekriegt. Deswegen kann man sich mit dem Teil ja so ein bisschen, man kann ja mal tauschen, ist ja scheißegal, wer welchen Roller fährt. Aber wir werden den auf jeden Fall in unsere Hauptscooter-Reihe aufnehmen. Und damit wird man auf jeden Fall jetzt einige Videos sehen. Bei dem Wetter jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, der Xiaomi 1S hat auch abgedankt. Die Ära des 1S. Ja, aber der hat auch gute Dienste geleistet, der Xiaomi. Ja, das stimmt. Den kann man nichts, also den kann man nichts. Fahren wir geradeaus, dann links und dann nochmal links, dann sind wir wieder weg. Alle Freunde. Aber ich kann nicht mehr viel fahren, ich habe nur einen Balken. Hä? Nur einen Balken. Ah, ist doch anderthalb. Wir fahren nur hier links, dann wieder zurück, das reicht easy. Du schiebst dann aber. Ich habe noch genug Akku. Ja, toll. Meiner blinkt hier im E-Safe-Modus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Wenn der jetzt noch im Energiesparmodus war, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja. Also, Freunde, wir werden auf jeden Fall versuchen, das Ding hier schneller zu machen. Ist mir egal, ob da irgendeiner was anderes meint. Und wir sind jetzt echt. Fahren wir hier links am besten. Wir sind jetzt hier echt abgedriftet. Aber ich muss jetzt wirklich mal ganz kurz Fazit zu diesem Scooter sagen. Der fährt sich so butterweich, ne? Der ist echt geil. Also, das ist so entspannt, mit diesem Teil hier zu fahren. Wir fahren jetzt hier. Ja, ich fahre jetzt hier gerade 16, 17 so. Ich fahre jetzt mal voll über das Ding. Ne, besser nicht. Die Kamera. Ich fahre jetzt mal vor auf die Fresse. Ja, ich habe die DJI Action 2 hier angeheftet. Die hält magnetisch. Ich will jetzt nicht provozieren, dass sie abfällt. Boah, kurz vor Madeira. Das wäre richtig im Arsch. Nicht kurz vor Madeira. Also wir fahren, fliegen übermorgen nach Madeira. Das muss jetzt nicht noch sein. Also aber wir haben jetzt, ich kann jetzt wirklich sagen, der Himo fährt sich deutlich besser als der Xiaomi. Und der Himo fährt sich ein bisschen schlechter. Ja, aber hätte ich auch gesagt, ein bisschen, ganz klein bisschen schlechter als der Nio, der neue. Also der ist auf jeden Fall, würde ich sagen, bis jetzt einer der besten Scooter, die ich gefahren bin. Wir sind mal gespannt, was noch Ende des Monats so rauskommen wird. Wir wissen da schon was, was wir euch nicht verraten dürfen. Ja. Aber auf jeden Fall viele Videos mit dem kommen. Reichweiten-Test gegebenenfalls. Also mir persönlich gefällt der, auch von der Optik her finde ich es ein super Teil. Gegebenenfalls ein Tuning-Video. Was auch natürlich sehr interessant ist, wahrscheinlich für viele, wie man da die Reifen wechselt. Ja, also ich weiß nicht, ob wir das bei dem machen. Wenn wir definitiv machen. Wir werden es definitiv machen. Aber erstmal machen wir alle anderen Videos. Also Reifenwechsel kommt vermutlich eines der letzten Videos nach dem Reichweitentest und so weiter und so fort. Erstmal fliegen wir nach Madeira und dann machen wir einen Reichweitentest. Die Frage ist natürlich auch nach dem Zusatzakku. Ja, ob der einen Lademodus hat oder so, da kann man ja rausfinden, indem man den einfach auflädt. Und guckt, ob der dann fährt. Ja, ob man den rausmachen kann. Das ist Freunde, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Von uns gibt es auf jeden Fall für das Ding eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis, was Ninebot beispielsweise so anbietet, sehe ich das Ding schon ganz weit vorne. Das Ding macht einen echt wertigen Eindruck, im Gegensatz zu einem Ninebot. Ninebot ist nicht schlecht, versteht mich da nicht falsch. Aber das Ding macht... Ist Akku leer? Nein! Hast du einfach den Scooter gefickt? Ist denn jetzt kaputt? Bist du jetzt gerade die Bordsteinkante runtergefahren? Nein, und dann war der im Arsch. Nein, so ein bisschen nur. Ja, der röcht doch rot. Hä? War gerade noch nicht. Dann mach mal haust du wieder an. Ist doch 500 Watt Motor, der braucht gut Strom. Ist abgekackt. Einfach normal an, ohne Bremshebeltrick. Der war gerade jetzt nicht am Blinken und man also blinkt der erst rot. Und ist einfach sofort ausgegangen. Naja, ja, gut, das wird wieder zu viel Saft gezogen. Das kann sein. Ja gut, das wird wieder eine Weile, wird wieder ein bisschen zum Schneiden brauchen, weil wir zu viel gelabert haben. Und der Xiaomi macht langsam, der gibt langsam Geist auf, der wird aber von uns nochmal ordentlich repariert. Weil der Lenker rastet auch in der Mitte ein, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und für uns gibt es für das Ding eine klare Kaufempfehlung für den Preis. Und für die Qualität, da kann man nichts sagen. Reichweite können wir noch nichts zu sagen. Ja, wir haben auf jeden Fall alles im Unlock-Studio gecallt, was das Ding so kann. Aber auf der Straße macht das echt Spaß. Ja, also Offroad taugt der. Aber fahren kann ich nie mehr. Auf der Straße gar nicht.
Auf der Straße macht der Bock. Das Ding ist ziemlich nice. Hat er einfach so viel Saft gezogen? Freunde, nachdem wir den Roller neu gestartet hatten, konnten wir den Energiesparmodus rausnehmen. Wir sind also die ganze Zeit im Energiesparmodus gefahren im Video. Wir haben ihn jetzt gerade mal rausgenommen und haben nochmal die Steigungsperformance getestet im Wald, weil wir gemerkt haben, dass das Beschleunigungsverhalten deutlich aggressiver geworden ist. Und naja, was soll man dazu noch sagen? Das Ding hat auch schon überzeugt, bevor wir den Energiesparmodus rausgemacht haben. Aber jetzt ist das Ding einfach nur geisteskrank. Also richtig geil, hier mit durchzufahren. Die Steigung da vorne sind wir gerade locker hochgekommen. Da hinten diese Ultrasteigung nicht, die ihr da im Video gesehen habt, das war noch zu krass. Aber hier kann man ganz normal mit durchfahren. Der Xiaomi hat inzwischen den Geist aufgegeben. Der ist leer. Aber hier, der Scooter schlägt sich super. Geiles Teil. 48 Volt, merkst du. Ja, sag ich ja. Habe ich gerade auch gesagt. Das ist einfach nur geil. Ist es lustig, dass der besser fährt als der getunte 1S? Da ist ja gar kein Vergleich mit. Im Energiesparmodus. Ja, der war ja im Energiesparmodus schon so gut, dass wir nicht gecheckt haben, dass das der Energiesparmodus ist. Da muss man sich auch mal geben. Das lag jetzt übrigens daran, ihr könnt das jetzt hier nochmal sehen. Der ist jetzt auf Aus. Ihr seht doch vielleicht nochmal der Tacho. Das ist ziemlich geil. Zeigt euch alles auch noch ziemlich groß im Vergleich zum 1S oder zu anderen Scootern vielleicht. Wir hatten jetzt auch nicht so viele andere da zum Testen, aber. Auch, das Ding macht wirklich wertigen Eindruck. Also, ja. Das wird wohl einer unserer Lieblingsscooter werden erstmal. Ich denke auch. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch viel besser geht für den Preis. Also wirklich, der hätte ich echt gesagt, der kostet weniger als der Ninebot Max G30 Tow. Er hat aber weniger Reichweite als der Max G30. To. Aber weniger Leistung als der Max G30. Du meinst mehr Leistung? Ja. Ja. Also 10.000 mAh, 48 Volt, angeblich 50 Kilometer. Ich glaube nicht dran. Ich denke mal so mit 30 sind wir dabei. Ich denke mal, wenn sind die 50 Kilometer mit Energiesparmodus. Mit Energiesparmodus und da haben wir wieder den berühmten 60 Kilo Asiaten, der 15 km/h bergab fährt mit Rückenwind und Regenschirm so vor sich aufklappt. Wir, so. Wir haben hier nur Energiesparmodus, Fußgängermodus und den ganz normalen Modus. Dann müssen wir theoretisch zwei Reichweitentests machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir zwei Reichweitentests machen müssen oder wollen oder welchen wollt ihr am liebsten sehen. Einmal quasi normaler Sportmodus oder Energiesparmodus. Schreibt das mal in die Kommentare oder ob wir so einen Mischmasch machen oder ob wir beides machen. Übrigens ganz kurz nochmal, wir haben jetzt kein Software-Update gemacht, aber der Scooter hat gerade auf dem Tacho 22 km/h angezeigt, nachdem wir den Sportmodus eingeschaltet haben. Das wird noch interessant werden, ob wir da irgendwas machen können mit der Firma, die gegebenenfalls am PC ziehen. Vielleicht ein bisschen manipulieren, aber das werden wir auf jeden Fall in einem anderen Video nochmal zeigen. Wenn es funktioniert, hoffentlich wird es funktionieren, aber ja. Werden wir sehen.